Das Lernset für die Rückführungen. Zum einen die Häuserschablone, damit du es noch einfacher hast und schneller die ganzen Deutungen für dich selber oder auch deine Kunden entsprechend finden kannst. Die Häuserschablone ist auf einer festen Plane gedruckt, die ist nass abwischbar. Und hier stehen alle wichtigen Deutungen mit drauf, unter anderem halt das Haus. Dann die Häuserfrage dazu, aber eben auch noch weitere Hinweise, eben ob du Mann oder Frau warst, in welchem Jahrhundert du geboren bist, in welchem Land, wie du ausgesehen hast, jetzt die Größe, die Figur, die Haarfarbe, in welchem Alter du ungefähr gestorben bist und was du für Eigenschaften hast. Wie das Ganze zu deuten ist und wie diese Schablone auch einsetzbar ist, das kannst du alles im begleitenden Buch nachlesen. In dem Buch Nummer 8 zu den Rückführungen erzähle ich dir natürlich erstmal, was die einzelnen Bereiche bedeuten, also welche Karte jetzt die Zuordnung hat mit der Jahreszahl, dann mit den Beschreibungen vom Charakter, der Größe und halt die ganzen Informationen, die jetzt hier auch auf der Schablone gedruckt sind, findest du auch im Buch. Aber für diejenigen, die jetzt noch keine Karten gelegt haben und noch nicht so die Ahnung haben, wie man jetzt die Lenormand-Karten deutet, ist auch nochmal im Buch praktisch hier der erste Block beschrieben, was diese Karte bedeutet. Dann im gesundheitlichen Bereich und im Körperaspekt als Hausaussage, wie man die Karte deuten kann. Also das Haus bedeutet dann hier wirklich mit der Häuserschablone, welcher Platz. Also Karte 1 wäre das Haus 1, das meint man damit. Wo man gelebt hat, wer man war, wann man geboren ist, wie die Geburt war, welchen Charakter man hatte, Figur, Größe, Haarfarbe, in welchem Alter gestorben und wie gestorben. Diese Informationen findest du also alle in schriftlicher Form und dann natürlich auch die einzelnen Deutungsschritte, wie man so eine Rückführung mit den Karten machen kann und natürlich auch Beispiele dazu, die das Ganze verdeutlichen sollen. Es wird auch noch ein paar Videos von mir geben, wo ich auch nochmal Beispiellegungen direkt online stelle, dass du dir das auch mit Hilfe des Videos nochmal anschauen kannst, wie das funktioniert. Begleitend dazu gibt es natürlich noch das Kartendeck. Du kannst jedes Lenormand-Kartendeck verwenden, dann hast du allerdings nur die 36 Karten und legst hier in der Auslage diese beiden Häuser und diese beiden Häuser nicht mit hin. Verwendest du die 40 Karten von mir, dann kannst du eben entsprechend hier auch alle 40 Karten hinlegen. Als Kartendeck gibt es jetzt zwei Varianten, die ich dir mit diesen Lernhilfen zur Verfügung stelle. Entweder wählst du die Variante Nummer 1, das sind die Beginnerkarten. Das sind die Angelinas mystische Beginnerkarten. Hier hast du es nochmal ein bisschen einfacher, denn auf den Karten steht der Deutungstext schon mit drauf gedruckt. Also das ist jetzt für diejenigen, die sich mit dem Kartenlegen noch gar nicht auskennen oder noch nicht so sicher fühlen. Die nehmen einfach das Set mit diesen Karten und haben dann hier unten den Deutungstext, den wichtigsten jetzt für diese Legungen mit drauf. Aber gerade eben im Zusammenhang mit den Rückführungen ist ja auch wichtig das Aussehen und wie alt man war, ja, und was es eben sonst so an wichtigen Infos gibt, weil die stehen hier auch mit auf der Karte drauf. Das heißt, du kannst dann dieses Kartendeck verwenden und legst dann eben entsprechend die hier so hin. Die sind ein bisschen größer als die anderen Karten, das heißt, du deckst hier halt ein bisschen mehr mit ab, aber das Wichtigste oben drüber kannst du gerade noch lesen. Und wenn du die Karte hochhebst, dann siehst du ja sowieso alle Informationen noch darunter. Das ist ja die Hilfe, dass man nicht ständig das Buch dabei haben muss, sondern eben, wenn man erstmal weiß, wie es geht, auch mit dieser Schablone allein gut arbeiten kann. Das sind halt entsprechend hier zum Beispiel die Kartenmotive. Das wäre jetzt das Beginnerdeck. Alternativ für diejenigen, die sich schon mit dem Kartenlegen auskennen, die können natürlich auch dieses Set bekommen mit den 40 mystischen Lenormand-Karten. Das sind die gleichen Kartenmotive, jedoch in der normalen Größe. Das heißt, die kann man hier wunderbar direkt drauflegen. Und dann sieht man noch komplett die wichtigsten Informationen hier drüber und kann natürlich auch, wenn man mehr wissen möchte, einfach die Karte hochheben und bekommt die restlichen Deutungen. Und diese Karten sieht man hier auch, das ist die weibliche Hauptkarte, die männliche Hauptkarte. Das wäre jetzt eine der neuen Ergänzungskarten, die Fabrik. Hier zum Beispiel das Buch und der Schlüssel. Und jede Karte hat ja für sich ihre Bedeutung und je nachdem, auf welchem Häuserplatz sie halt liegt,
bekommt sie dann auch dort nochmal eine bestimmte Bedeutung. Hier dann natürlich im Zusammenhang mit einer Rückführung. Ja, das war's, was ich dir kurz zeigen wollte. Wenn du dieses Lernset erwirbst, bist du in der Lage, Rückführungen mit Hilfe der Karten zu machen. Egal, ob du die Karten schon deuten kannst oder nicht. Wenn du noch keine Ahnung vom Kartenlegen hast, dann brauchst du natürlich sicherlich mehr dieses Buch mit den ganzen Deutungshilfen oder eben auch die Beginnerkarten, damit du es einfach leichter hast. Ansonsten ist das Prinzip, denke ich mal, schnell verstanden, wie es funktioniert und dass du schon schnell auch entsprechend deine eigenen Rückführungen machen kannst oder auch mit deinen Kunden. Ja, und deinen Spaß und deine Freude an den Rückführungen entdeckst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.